Ja, willkommen. Wow. Das Silver Run Forest. So, jetzt fahren wir hier runter. Eigentlich kommt die ja heute nicht. Ne? Also wir fangen die neue Woche an und diese Woche ist eigentlich der Bausi ist diese Woche dran. Aber das kommt noch mal extra. Ich wollte mal eben ausprobieren, was mit dieser Steineklopfmission. Es heißt ja, dass du, wenn du die Steine zertrümmert hast, also die Felsen zertrümmert hast, dass halt nur diese Steinchen da liegen, dass du dann die einsammeln kannst, die Steine. Und oben zum Steinbrecherlein an der Mine, meine Güte, an der Mine hinbringen kannst. So sagt man. Jetzt muss ich mal eben gucken, das ist noch ein Schäufelchen. Okay. Ich muss mal eben probieren. Achso, geht ja so gar nicht. Ich bin doof. Guck, ob der dahinter passt. Und dann werden wir mal eben probieren, ob wir mit dem kleinen Lader bis Tauber an die Laderampe kommen. Ne? Ah, der nimmt den aber auch nicht auf. Ne, das geht nicht. Dann stellen wir den mal eben wieder an die Seite. Ja, was noch zu sagen ist, ich fahre ja immer eigentlich, wenn es eben geht, in der Innenansicht. Ich kann euch nur empfehlen, das hier auf dieser Karte nicht zu tun, weil ihr könntet was übersehen. So, Bremse lösen. So. Weil es gibt hier so einige Dinge, die unter Umständen interessant sind, wenn man die sieht. Ne, geh mal wieder runter, Junge. Ich will mal gucken, ob ich So. Genau, so. Zack. Hä? Was ist denn jetzt wieder? So wollte ich das haben. Ja, ich fummel wieder gewaltig einen rum, ne? Ich merke das auch selber, aber... Wo bin ich denn? Da unten, ne? Da. Zack. Oh. 25 und 27. 25. Ach, 25 und 7. So. Was geht denn hier wieder ab? Irgendeiner von den Tieren macht ja dumm Tüch hier. Das ist da und 7, ne, hatten wir gesagt. 7 ist da. Oh,
ja gut, die Wege sind im Prinzip die gleichen. Nehmen wir mal die 25. Okay, so. Ja, den muss ich mal sehen, dass ich den mitkriege. Okay. Oh, nicht am Trecker hängen bleiben, Junge. Das ist nicht gut. Fahren wird ja teuer. Ist die wohl ungefähr mittig? Ist hier nach vorne. Losmachen, zurück. Oh. Pressluft haben wir auch wieder mitnehmen. Wieder da drauf. Opsi. Also wieder nix. Ich muss den doch da drauf drehen jetzt. Hallo? Du bist ein Kettenfahrzeug. Ah, wir kriegen den Schwein schon. Okay. Jetzt muss ich mal eben lass den Trecker mal so lange laufen. Ne? Der muss ja auch erstmal warm laufen. Ne? Ihr wisst, wie ich meine. Ne? Jetzt muss ich mal eben gucken. Tütüt, Achtung. Der Opa kommt angebragt. Oh, ei, oh, uff. So, einmal hier rum. Rein. So, wie ihr seht, ne? Ein Schildkröt. Dann haben wir hier so ein Specht. Dann haben wir dann 2, 3, der Bär, ein Häschen, ja, ein Schaf, ne? Oder sowas. 1, 2, 3, 4, 5 Stück habe ich. Darum der Hinweis, immer schön. Egal, was ihr macht, wo ihr hinfahrt, Augen auf. Man kann dabei wohl schon mal was entdecken. Also den Bär habt ihr ja auch gesehen in der ersten Folge. Da wusste ich, wo er ist. Und das war klar. Weil das habe ich auch gesehen, wo der ist. So, das zweite, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da muss ich hin. Also, liegt da rum. Alles klar. Achso, Bremse los. Du mach mal ein bisschen Gas hier, Kumpel. Stell dir nicht so an, so schwer. Achso, ja, alles klar. So geht das besser.
Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Alles andere, außer diese zwei Dinge, die ich, also den Bären, was ja klar war da in der Mine, und was ich mir, ja, ich sag mal, gecheatet habe, um das zu testen, ob ich jetzt das Land kaufen muss, um das aufzunehmen oder nicht. Ansonsten, also die anderen drei habe ich so gefunden, durch Zufall. Darum der Hinweis, wie gesagt, immer schön die Augen offen halten, wo man hier rumgurkt. Auch mal rechts und links gucken, das kann sehr hilfreich sein. Das sind zum Teil, also was ich bis jetzt so feststellen musste, bei den dreien, die ich gefunden habe, gut versteckt. Oder an Orten, wo man es gar nicht denken würde, kann man auch sagen. Ja, ansonsten habe ich so ein paar Baumtransportaufträge gemacht, Totholz rausgeholt. Das Totholz, was ihr schlagt, das könnt ihr dann verladen und zum Sägewerk bringen. Also mir gehört das alte Sägewerk schon, da habe ich schon was hingefahren. Allerdings bin ich da noch so ein bisschen verwirrt, weil ich noch keine Güter gesehen habe, die da produziert worden sind. Das verwundert mich noch ein wenig. Muss man eben auf Trolley gucken. Ah ja, nee, alles klar. Aktiviert ist es, das Sägewerk. Gekauft habe ich es auch. Nur irgendwie produziert er noch nicht so wirklich. Bei der Metallschmelze, das funktioniert. Also da steht schon die ersten Metallteile. Also die Eisenerzschmelze, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und was ich auch so ein bisschen kritisieren möchte, ist, wenn ich jetzt, mein Gott, meine Güte, ist das Schiete, da am alten Sägewerk, die Stämme muss ich da ja ins Wasser werfen, weil ich die da ins Wasser schmeiße. Die dümpeln da nicht rum. Das ist so, als wenn du die irgendwie auf eine Betonplatte wirfst. Also das finde ich nicht schön gemacht. Ich denke, das hätte man besser lösen können. Denke ich. Meine Güte, ey. Ich hasse das. So. Dort morgen wie gut. Den senken wir ab. Meine Güte, was ist denn los heute? Verdammt nochmal. Da kratzen immer als die. Da tränen dir die Augen. Fürchterlich. Ich mag das nicht, aber nun. Kannst du machen nichts. Musst du gucken zu. Aha. Ja, ja, fahr mal so runter. Was soll's? Wollen wir mal gucken. Hier vorne war noch zwei Typen. Siehst du, der hier. Und? Also, so, ich habe das jetzt nicht gekauft hier, ne? So kann ich es nicht aufnehmen. Also die Steine, die da überbleiben. Jetzt habe ich nicht überlegt, ob ich. Weiß jetzt nicht, wie teuer das Land hier ist zum Kaufen. Ob ich das dann überhaupt kaufen kann mit meinem Kontostand. Und ich weiß auch nicht, weil wie gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher.
dass ich Missionen kriege dieser Art, wenn mir das Land schon gehört. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber wir werden das erstmal ausprobieren. Jetzt hier die Steine kloppen und dann das Land kaufen. Wenn ich genug Geld habe. Ansonsten, wenn nicht, dann muss ich es anders machen. Dann muss ich den Auftrag 7 noch machen. Also Feld 7. Planquadrat 7. Dann muss man das da normal testen. Aber das würde dann wohl erst in der nächsten Folge passieren, was dann erst nächste Woche kommen täten würde. Mal etwas gucken. Entschuldigung, mal eben schnell kurz hier, zack. Felsen entfernen. 8 Stück. Also noch 8 Stück. Holla, die Waldfee. Da haben wir was zu tun. Also ich gehe davon aus, dass ich das hier quasi wenn ich die Dinger zerklopft habe, dass ich das dann kaufen kann und dann kann ich das Gestein da rausholen. So vermute ich das mal. Guck mal, bis früher gesagt, hier auf der Grenze steht doch tatsächlich auch noch einer. Da oben steht auch noch einer. Das ist natürlich ein bisschen Suchspiel, ne? Leute, ey. Ich will eine andere Nase haben, die dicht ist. Hopsi. So. Na, ich sehe nichts. Klopf, klopf, dann brauchen wir noch 6. Zack, hoch das Ding. Und jetzt müssen wir wieder gucken hier. Das ist in diesem Gesträuch, guck, da steht auch noch einer. Das ist in diesem Gesträuch gar nicht so einfach. Auch wenn die Fähnchen da drauf sind. Muss doch genau hingucken. Und ich gehe mal davon aus, dass du dann das aufnehmen kannst, wenn du das gekauft hast. Vorher kaufen. Ich glaube, das geht nicht. Aber wie gesagt, das würden wir dann in der nächsten Aktion mal probieren. Halt, vorwärts fahren, Junge. Fahr mal erst so den Rand immer ab. Also meistens mache ich das dann so. Nicht immer, aber meistens. Und dann schlage ich mich ins Unterholz. So, hier ist mal nichts, wie es aussieht. Nö. Das Witzige ist ja immer, da, guck mal, da steht einer. So, dann brauchen wir noch 4. Da steht noch einer. Auch schön.
Kennt ihr das, wenn es da juckt und kratzt, wo man nicht hinkommt? Ist das nicht eklig? Viere, gehen noch, dann sind es noch Dreie. Aber für diese schwierigen Fälle auf dem Rücken, ne? Ein Rückenkratzer. So. Ja, genau. So, ich habe festgestellt, natürlich wie immer zu spät. Ein bisschen mehr Licht, ne? So. Dort waren wir. Gucken wir wieder einmal hier in Nuff. Uff, wie gesagt, drei Stück noch, ne? Aha. Norbert, wir schauen, wir gucken. Da sehe ich schon wieder eine vorne. Zwei, drei, da sind sie doch. Guck mal, noch so schön. Als wenn man sie für mich dahingestellt hätte. Das ist ja doll. Fein, fein. Besser geht's ja kaum. Next one. Katating, 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 tong tong. Siehst du? Ein noch. Dann haben wir das erstmal. Hoppala. Mal noch ein bisschen umgucken. Man weiß ja nie, ne? So. Jetzt fahren wir erstmal runter. Zu unserem Anhänger. Eieieiei. Und dann schauen wir mal weiter. Mal gucken, was passieren tut. Ja, ich hätte jetzt natürlich auch was kaufen können, wo ich schon geklopft habe. Also wo ich schon was kaputt gemacht habe. Aber ganz ehrlich, ich habe es vergessen, wo die waren. Da ich ja ein Dussel bin. Oh, das passt nicht. Das passt nicht so. Rum, 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 rum. Cognac, rum. So, guck, wir haben ja hier vorne sofort zum Räuchern. Sollen wir mal hier gucken. Einmal stehen bleiben bitte. Und dann gucken wir einmal hier.
Feld 25. Der Land 25. Geibelschlag. Boah, hätte ich mir doch die 7 genommen, ne? Ja, pass auf, machen wir anders. Ich will das jetzt wissen. Feld 25, habe ich gesagt, was sollte das kosten? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da, nee, das ist 23. 25, da. 350.000. Wir pfuschen. Entschuldigung, aber... So. So. Land. Kaufen. Jetzt bin ich... Ha! Auch geil. Ist es weg. So, pass auf, den Auftrag beenden kann ich auch nicht mehr. Genau, ist weg. Was ist das denn für ein Quatsch? Jetzt will ich es wissen. Pass auf, jetzt nehmen wir Feld 7. Das war nochmal 200 rund. Äh, 25. Verkaufen. Okay. 7. Kaufen. Ja, ist der Auftrag auch weg. Ja, wie soll ich das denn dann kriegen, die Dings? Was ist das denn für ein Blödsinn? Also das funktioniert mal nicht. Liebe Freunde. Da haben sie mir auch geschrieben, ich müsste das Land kaufen, wenn mir das gehört, dann kann ich die Steine sammeln. Ja, das war wohl kein Tor. Weder wenn ich es nachher kaufe, also nach dem Zerstören der Felsen, noch wenn ich vorher kaufe. Also von daher, es hat ja mal schon alle ein bisschen Pillepalle, ne? Also ich habe großartig keine Fremdmods drin, schon überhaupt auch keine Skripte. Also irgendwie haut das nicht hin. Es steht ja so geschrieben, es steht auch in der Beschreibung drin, dass du die Steine aufnehmen kannst. Ey, was macht der denn jetzt hier für einen Blödsinn? Aufnehmen kannst und zum Steinebrecher bringen kannst. Aber ich sehe das nicht so. Vielleicht bin ich auch zu dusselig. Könnt ihr mir gerne ein paar Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist, wenn das schon mal einer probiert hat. Aber bei mir geht es nicht, wie ihr gesehen habt. Aber komm da rein, du Dödel. Tut er nicht. Will er nicht, tut er nicht, kann er nicht. Weil er doof ist. Dann machen wir das so. Na, geh aus hier.
Raus, aus, raus die Maus. So, damit haben wir das ja geklärt, ne? Wie gesagt, wenn irgendeiner eine andere Lösung hat oder weiß, wie es geht oder wie auch immer, gerne in die Kommentare schreiben. Ich lasse mich da gerne belehren. Also, ihr habt es ja gesehen, dass es bei mir nicht ging, ne? Also ich bin jetzt von ausgegangen, wenn ich das klein gekloppt habe und ich kaufe das Grundstück dann liegen die Steine da halt noch und ich kann sie aufnehmen. Aber wie ihr gesehen habt, war dem nicht so. Und vorher kaufen klappt da auch nicht, dann war der ganze Auftrag weg, also bringt das auch nichts. Somit habe ich keinen blassen Schimmer, wie das dann funktionieren soll. Weil wenn ich es nicht kaufe, kann ich es auch nicht aufnehmen. Ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis, kann man da nur sagen. Ja gut, ich mache Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn da einer was weiß, wie das richtig funktioniert, gerne in die Kommentare schreiben. Und mit dem Bausi geht es dann am 28. November weiter. In diesem Sinne. Kann sein, dass ich selber zwischendurch hier noch den einen oder anderen Auftrag mache. Aber ansonsten ist hier erstmal aufnahmetechnisch Pause. Also. Bis dahin. Winke.